Arbeit hat nicht nur einen Titel, sondern auch eine Forschungsfrage oder eine Hypothese, mit der sich diese Arbeit beschäftigt. Diese ist ganz zentral und gar nicht so einfach zu finden oder zu beantworten. Die Arbeit soll sich um dieses Thema drehen. Die Frage ist so zentral und eigentlich meint man, kann das kein Thema sein, da formuliert man schon irgendwas hin, das ist so wie ein Titel oder keine Ahnung was. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn diese Forschungsfrage ist, die beschreibt eigentlich, womit sich diese Arbeit beschäftigt, und zwar sehr, sehr genau. Oder auch die Hypothese, was im Endeffekt eine Behauptung ist, die man aufstellt, die man dann mit dieser Arbeit belegt oder widerlegt. Warum die Arbeit so oder die Frage so zentral ist, ist schlussendlich, sie bestimmt, welches Material ausgewählt wird, wie der Argumentationsaufbau ist, wie die Struktur der Arbeit ist, und sie bringt enorm viel Klarheit. Zumindest, wenn sie wirklich eng gefasst ist. Eine Frage, die zu oberflächlich ist, lässt so viel Spielraum in der Arbeit und auch inhaltlich, dass man sich normalerweise irgendwo verläuft und keinen roten, wirklich roten Faden bringt. Man argumentiert in diese Richtung und in jene Richtung und oder recherchiert in alle möglichen Richtungen, und schlussendlich ist es ein riesengroßer Berg an Information, aber nicht irgendwie etwas, das mit Struktur zu tun hat. Also die Frage ist zentral und die Frage muss möglichst eng sein. Wer glaubt, er tut sich einen Gefallen, indem er, weil er Angst hat, der bringt den Umfang der Arbeit nicht zusammen und daher eine relativ offene Frage stellt, der tut sich in Wahrheit gar keinen Gefallen. Also hier zwei Beispiele, wie solche Fragen aussehen kann. Zum Beispiel, wie kann der Zweite Weltkrieg erklärt werden? Das ist etwas, das ist viel zu vage. Also das wäre keine gute Forschungsfrage. Was wäre eine bessere Forschungsfrage? Welche Folgen hatte der Zweite Weltkrieg für die europäische Wirtschaft? Das ist doch signifikant treffsicherer oder enger gefasst. Und auch diese könnte man durchaus noch enger fassen. Eine andere Forschungsfrage wäre zum Beispiel, oder gar keine Forschungsfrage, Vergleich von Datenbanksystemen. Das ist keine Frage, ist auch keine Hypothese, das ist weder das eine noch das andere. Sowas sollte nicht das Thema einer Arbeit sein. Was wäre besser? Zum Beispiel, in welchen Einsatzszenarien bieten NoSQL-Datenbanken Vorteile gegenüber relationalen Datenbanken? Wichtig bei den Forschungsfragen und bei den Hypothesen ist es, sicherzustellen, dass es sich um eine Frage oder Hypothese handelt, aber auch, dass diese Fragen in einen Kontext gestellt werden. Also anstatt Jungen und Mädchen allgemein in die Frage aufzunehmen, gebt zum Beispiel eine Altersgruppe an, eine genaue. Zwischen 8 und 10 Jahren, zwischen 8 und 12 Jahren. Reden wir von Kindern, Kleinkindern oder wer auch immer. Statt von allgemein von Vorteilen oder von Nachteilen zu sprechen, nehmt ein konkretes Thema heraus, wie zum Beispiel Technikaffinität oder künstlerische Begabung oder so etwas in der Art. Also eine Forschungsfrage anstatt haben Mädchen gegenüber gleichaltrigen Jungen Nachteile in technischen Fächern, ist doch etwas zu weit gefasst. Also hier, auch hier signifikant enger. Die Altersgruppe festlegen, vielleicht anstatt technischen Fächern konkreter auf Physik oder Mathematik oder Ähnliches oder Informatik oder zumindest die MINT-Fächer konkret benennen. Also die Forschungsfrage und Hypothese ist etwas, das nicht so ganz simpel ist, wo man durchaus ein bisschen überlegen sollte. Viel Spaß beim Finden dieser Frage. Also noch ein paar Beispiele zu guten und schlechten Fragen. Also Bildanalyse mit Hilfe von Key, das kann zwar grundsätzlich ein Thema sein, doch etwas genauer muss die Forschungsfrage schon sein. Geht es darum, um Klassifizierung? Geht es darum, Inhalte zu erkennen? Geht es darum, dass die KI selber Bilder zeichnet? Geht es um Kategorisierung? Worum soll es denn gehen? Auch das Thema KI ist relativ weit gefasst. Geht es um Deep Learning oder geht es um neuronale Netze oder allgemeine Machine Learning Verfahren? Ja, hier könnte man durchaus weiter einschränken. Das würde das Leben beim Schreiben und bei der Recherche etc. sehr, sehr viel vereinfachen. Ja, eine
Andere Variante wäre, welche Algorithmen aus dem maschinellen Lernen eignen sich besonders gut bei unausgewogenen Datensätzen in der Bildklassifizierung von Naturaufnahmen? Das ist doch schon sehr konkret als Forschungsfrage. Das ist vielleicht nicht genau das Thema, für den Titel wäre es doch ein wenig zu lang, doch es ist eine gute Forschungsfrage. Ein anderes Beispiel. Wie hat sich die Softwareentwicklung in den letzten Jahren entwickelt? Ja, in Bezug auf was? Auf die Methodik, auf die Teamgröße, auf die Tools, auf die Programmiersprachen, auf das Management, auf die Qualität der Software? Also gibt es tausend verschiedenste Ansätze, die hier unklar sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier entsprechend verläuft, ist brutal hoch. Gut, noch ein letztes Beispiel. Kann durch den Einsatz von LTSM-Netzen und der Analyse von PR-Nachrichten die Entwicklung des DAX vorhergesagt werden? Das ist doch relativ konkret. Ja. Hier ist der genaue Ansatz mit LTSM-Netzen. Das sind eine Art von neuronalen Netzen, Analyse von PR-Nachrichten und der DAX als das, was wir eigentlich vorhersagen wollen. Also ein Regressionsproblem, das hier behandelt werden soll. Ja, sowas würde um einiges besser funktionieren. Gut, wie kommt man eigentlich zu einem Thema? Oftmals ist es so, dass es eine Technologie oder Methode gibt und es gibt ein Anwendungsgebiet, und was man jetzt versucht, ist, dass man sozusagen diese Technologie und Methode aus einem anderen Anwendungsgebiet versucht, mit diesen zu verschmelzen und dann mal schaut, was rauskommt. Ob diese Methode auch in diesem Anwendungsgebiet entsprechend funktioniert. Also sozusagen so ein Validierungsansatz. Und oder man kann auch einem bestehenden Anwendungsgebiet und einer bestehenden Methode sozusagen den Kampf ansagen und mit einer neuen Idee gegen diese antreten. Das wird gerade bei Conference Papers gut gemacht, was immer heißt so quasi, bisher war das einer der besten Ansätze und ich habe mir einen neuen überlegt und der funktioniert grundsätzlich so, und das sind die nachvollziehbaren Testergebnisse bei der Performance-Analyse oder bei der Genauigkeitsanalyse oder wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen schwieriger häufiger, aber das sind so Varianten, die man da. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.